Hallo liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Heute will ich mich mal mit der Übung auf der Seite 85 beschäftigen. Dort habt ihr eine wunderbare Tonleiterübung, nämlich die Nummer 12. Das ist nicht nur eine tolle Tonleiterübung, sondern auch eine gute Intonationsübung und natürlich auch eine gute Fingerübung. Also, was ihr als erstes machen könnt, ihr spielt sie mal so durch, wie sie notiert ist. Stellt euch das Metronom vielleicht erstmal auf langsame 60 in etwa und versucht diese Übung fehlerfrei zu transponieren durch verschiedene Tonarten. Ich spiele sie euch mal vor, damit ihr wisst, wie sie geht. Das ist die Nummer 12 auf der Seite 85, wie gesagt. Und mein Metronom stelle ich auf 60. Ich spiele es in C-Dur. 1, 2, 3, 4. Jetzt würde ich das nach D transponieren und dann vielleicht nach D transponieren, vielleicht auch die tiefere Oktave dabei wählen. Also eine ganz schöne Fingerübung eigentlich. Was ihr noch damit machen könnt, ist, wenn ihr die über Drone spielt und eure Intonation damit übt. Also ein Kollege hat mir netterweise die ganzen Drones durch alle Tonarten überspielt oder gegeben. Und das klingt dann so, es beginnt fürs Tenorsaxophon in B-Dur und ich werde mal Ton für Ton spielen und versuche, meine Ohren so weit wie möglich aufzusperren und das richtig zu intonieren. Klingt dann so. Wiederholen. Ich glaube, jede Drone dauert ungefähr in jener Tonart eine Minute. Also da hätte ich wunderbar Zeit, jetzt noch dran rumzufeilen. Und das solltet ihr vielleicht auch mal probieren. Besorgt euch solche Drones auf meiner Homepage, erfahrt ihr mehr darüber, wo ihr die bekommt. Und dann nehmt euch die Übung vor und haut sie durch so viele Tonarten, wie ihr nur könnt. Viel Spaß dabei.